Hey Leute, ich bin's euer Jailbreak-Profi und begrüße euch herzlich zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um die erste Folge von Top 5 Studio Tweaks der Woche. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich werde nun jede Woche ein Video zu den Top 5 Studio Tweaks machen. Finde ich halt einfach praktischer als einzelne Videos über Studio Tweaks, sei ja dann gleich 5 coole neue Tweaks in einem Video bekommt und nicht immer zwischen verschiedenen Videos wechseln wollt. Und beginnen wir mit diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, die erste Tweak, die ich euch heute zeigen möchte, nennt sich Music HUD und diese findet ihr kostenlos in Studio. Ja, was diese Tweak macht, zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar fügt diese eine Funktion hinzu, wenn ihr auf eurem Gerät Musik hört. Und zwar zeige ich euch das Ganze einmal, wenn ich hier mal mit den Lautstärkereglern die Lautstärke höher schalte. Dann bekommt ihr hier, wenn wir ein Lied abspielen, nicht nur diese Lautstärkeregler, sondern ihr bekommt hier halt auch den Namen des Songs, den Interpreten und das Albumcover. Und wir gucken uns den Rest mal in den Einstellungen an, denn dort können wir noch mehr einstellen. Hier in der Studio Section zu Music HUD können wir halt das Ganze erstmal aktivieren. Dann den Titel und den Untertitel ändern. Wir können natürlich hier noch das Albumcover anschalten und dann noch Gestures, also Gesten auswählen. Das kann ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Zum Beispiel, wenn ich einmal hier drauf drücke, wird das Ganze gestoppt. Genau wie wenn ich einmal nach oben gehe und wenn ich hier dann nochmal drauf drücke, müsste ich normalerweise in die Musik-App gelangen, genau. Und wir können dann halt per Swipe nach links das Lied davor anschalten. Ja, können halt hier immer wechseln und per Swipe nach rechts das Lied danach anschalten. Finde ich, ist eine sehr, sehr geile Sache, funktioniert super, sieht sehr nett aus und mir gefällt das Ganze sehr gut. Die nächste Tweak, die ich euch zeigen möchte, nennt sich Grabby und diese ist ebenfalls kostenlos in Studio zu finden. Allerdings müsst ihr dazu eine Quelle hinzufügen, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Und zwar ist das die Ryan Petridge Beta Repo. Ryan Petridge ist sehr bekannter Studio-Entwickler und in dieser Quelle gibt es halt nur Beta-Tweaks, die, als sie rausgekommen sind, halt noch nicht in der normalen, in einer normalen Repo vorhanden sind. So auch Grabby, die gibt es momentan nur in dieser Quelle. Der Name dieser Quelle, der wird jetzt nochmal hier eingeblendet, den müsst ihr einfach hinzufügen und der steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Was das Ganze macht, zeige ich euch ja mal auf dem Logscreen, ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr geile Sache und ist für mich auch so eine Art iOS 7 Konzept und es wäre sehr geil, wenn Apple das in iOS 7 auch mal reinbringen würde, denn das ist eine App, mit der man auch über den Logscreen aus Applikationen öffnen kann. Ich zeige euch das Ganze mal und kennt ja eine Applikation, die man über den Lockscreen öffnen kann, und zwar die Kamera-App. Das geht hier einfach über den Camera-Grabber, denn wenn wir den hier einfach mal hochziehen, öffnet sich direkt die Kamera-App, ziehen wir ihn runter, schließt sie sich wieder. Jetzt können wir allerdings noch weitere Apps öffnen, und zwar müssen wir dazu hier gedrückt halten und dann nach links swipen. Das erste Icon ist das Musik-Icon, damit gelangen wir ganz einfach in die Musik-App. Das zweite Icon ist das Telefon-Icon, damit gelangen wir ganz einfach in die Telefon-App. Ich möchte jetzt euch nicht mehr davon zeigen. Und das letzte Icon ist dann das Nachrichten-Icon, damit gelangen wir ganz einfach in unsere Nachrichten. Einstellen können wir das Ganze auch nochmal in den Einstellungen. Hier können wir halt hinschreiben, wie viele Icons wir insgesamt haben wollen. Und hier können wir dann halt jedes Icon auswählen. Zum Beispiel habe ich hier die Kamera ausgewählt, also das Kamera-Logo ausgewählt. Wir können auch hier die anderen Sachen auswählen und wir können dann eine eigene App auswählen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir benutzen die Kamera-App nicht, sondern benutzen irgendeine andere App, die wir aus dem App Store runtergeladen haben, mit der wir Fotos schießen wollen, können wir das auch auswählen. Oder wenn wir sagen, wir benutzen die Musik nicht, können wir statt der Musik auch eine Alternative dazu auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, zum Beispiel den Facebook Messenger und all solche Sachen könnt ihr dann halt hier auswählen, also all eure beliebigen Apps. Für mich auch eine sehr, sehr geile Sache, muss man unbedingt auf dem Gerät installiert haben, wie ich finde.
Die dritte Tweak, die ich euch zeigen möchte, nennt sich Plug und diese findet ihr ebenfalls kostenlos in Cydia. Diese Tweak fügt eine einfache Funktion auf den Lockscreen hinzu und zwar müssen wir dazu einmal doppelt auf den Home-Button tippen, damit wir in unsere Musikbar kommen. Wir können natürlich hier normal die Musik anschalten, nur wenn wir hier gerade nichts anhaben, wird einfach ein zufälliges Lied gewählt und das wollen wir natürlich nicht. Dazu können wir nämlich hier einfach auf den neuen Button kommen, der hier hinzugefügt wird und einfach irgendein Lied hinzufügen. Wir nehmen jetzt einfach mal, keine Ahnung, das hier und dann spielt er das ganze Lied ab. Ich habe hier jetzt natürlich wieder den Ton aus und hier können wir dann noch in den Einstellungen zu Plug bei der Studio Section einige Sachen einstellen. Wir müssen es natürlich hier erstmal aktivieren. Danach können wir auch noch Pick Multiple Songs auswählen. Das macht einfach, dass wir zum Beispiel sagen können, wir wollen zwei Songs oder mehrere, meinetwegen auch 10 Songs nacheinander hören. Können wir diese hier alle auswählen und die werden dann alle nacheinander, so wie wir sie ausgewählt haben, gespielt. Ist also ähnlich wie mit einer Playlist. Und wir können den Button an die rechte Seite verschieben und wir können machen, dass, falls wir auf der iOS 6.0.2 oder niedriger sind, das Ganze gefixt wird, denn da gibt es möglicherweise noch einen Bug. Und wir können das Ganze nochmal per Activator mit Aktivierungsmethode steuern. Ich habe dazu einfach mal dreifach drücken ausgewählt. Und jetzt können wir überall, wo wir sind, direkt in die Musikauswahl reingehen und halt zum Beispiel vom Homescreen von jeder App, in der wir sind, direkt einfach einen Titel auswählen und den abspielen. Sehr geile Sache, wie ich finde. Die nächste Tweak, die ich euch zeigen möchte, nennt sich LiveWire und diese ist ebenfalls kostenlos im Cydia zu finden. Was das Ganze macht, habt ihr wahrscheinlich gerade schon einmal gesehen und zwar können wir damit unserem Lockscreen eine Animation beim Entriegeln hinzufügen. Das zeige ich euch einfach nochmal, wenn wir unser Gerät entsperren. Kommt dann halt diese nette Animation, das sieht halt so aus, wie wenn sich der Lockscreen so auseinanderzieht. Sieht meiner Meinung nach geil aus, ich zeig's euch nochmal. Ist halt einfach eine schicke Animation, die halt den Lockscreen und das Entriegeln des Lockscreens nicht so langweilig aussehen lässt. Meiner Meinung nach eine ziemlich nette Sache. Die nächste und auch schon letzte Tweak, die ich euch zeigen möchte, nennt sich Message Swiper und auch diese findet ihr kostenlos in Cydia. Das Ganze ist eine Erweiterung für die Nachrichten. Ich zeige euch das jetzt einfach mal und zwar können wir damit ganz einfach zwischen unseren Nachrichten hin und her wechseln. Also wenn wir zum Beispiel irgendeine Nachricht suchen, die weiter unten ist, müssen wir nicht direkt hier nach unten scrollen und die jetzt raussuchen, sondern wir können halt, wenn wir zum Beispiel die iMessage-App ganz oft nutzen, können wir einfach, indem wir hier mit dem Finger per Geste swipen, zwischen unseren Nachrichten herumwechseln. Ich zeige das jetzt einfach mal nach rechts swipen, gehen wir hier hin, hier nochmal nach rechts, hier hin, nochmal nach rechts, hier hin, nochmal nach links zurück. Und so geht das Ganze halt einfach. Wir können halt einfach durchscrollen und wenn wir zum Beispiel hier gerade gleichzeitig mit mehreren Leuten schreiben, ist es halt einfach zwischen den Chats hin und her zu wechseln und nicht immer zurückzugehen. Meiner Meinung nach auch eine sehr geile Sache und macht das Benutzen der Message-App einfach leichter. Und ich fände es auch sehr geil, wenn Apple sowas auch mal integrieren würde in ihr Betriebssystem. Ja, das war es nun von der ersten Folge von die Top 5 Cydia Tweaks der Woche. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe diesmal wieder nur kostenlose Tweaks gewählt, damit ihr für kein Geld geile und auch noch relativ unbekannte Tweaks bekommt. Und ich hoffe, für euch war was dabei. Beim nächsten Mal gibt es dann halt nächste Woche wieder 5 neue Tweaks. Wenn euch diese Serie gefällt, lasst es mich doch bitte mit einem Daumen nach oben wissen. Abonnieren könnt ihr diesen Kanal auch gerne, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Das einfach unter diesem Video. Bis dann, haut rein, euer Jailbreak-Profi.